Transalp. Darunter versteht man meistens, dass man freiwillig über die Alpen radelt. Der freie Wille wird bei atemberaubender Aussicht, schöner Natur, Beobachtungen der Tierwelt und bei der täglichen Ausrüstungspflege nicht strapaziert. Auch nicht bei anstrengenden Schiebestrecken, auch nicht mit dem Radl auf dem Rücken tragend und bei dem 1200. Höhenmeter pro Tag nur dann, wenn es um einen stinknormalen asphaltierten Weg geht. Ein Beweis dafür ist es, dass manche sich nach einer ersten leichten Transalp sich 2 Jahre danach freiwillig einen zweiten mittelschweren antut. 2 Jahre älter, 2 Jahre weiser. Der Radführer zumindest war genau eine Generation älter, denn der Andi Obermeier wurde durch seinen Vater Hans ersetzt. Beide sind witzige und hilfsbereite Profis, die fleißig radeln und zwar für den DAV Summit Club. Mit denen war ich unterwegs, weil frühere Touren Spaß gemacht haben, weil die Organisation gut läuft und weil man sich selbst nicht um Hotelübernachtungen, Gepäcktransport und Routenwahl kümmern muss. Die diesjährige Herausforderung war erstmal sprachlich. Denn obwohl Bayerisch in aller Herren Formen mir als zwar germanischer, aber immerhin Ausländer mittlerweile sowohl gemütlich als auch recht verständlich klingt, gilt das Gleiche noch nicht ganz für das Schwäbische. Das Verhältnis Schwäbisch zu Hochdeutsch erinnert mich an Dänisch zu meiner Muttersprache Schwedisch. Irgendwie das Gleiche, aber das meiste genuschelt und die letzte Silbe ganz verschluckt. Das mag eine alltägliche und höchst subjektive Observation sein. Aus solchen besteht aber eine Transalp. Man erlebt vieles, man lebt intensiv. Man sieht das ganz Normale, für das man während einer Alpenüberquerung mit dem Auto keine Zeit hat. Ganz ungefährlich ist eine Transalp jedoch nicht. Es gibt allerlei Ablenkungen. Und wenn 2 auf einmal da sind, kann es krachen. Überrascht wurde ich davon, dass die Hälfte unserer Truppe plötzlich knapp vor mir stehen geblieben waren, während ich damit beschäftigt war, nach schönen Frauen Ausschau zu halten. Diese Lektion war jedoch nicht lehrreich genug, denn als ich mich später um die umweltgerechte Entsorgung einer Bananenschale gekümmert habe, Tempo 20 km/h, sah ich gefühlte 3 Meter vor mir eine geschlossene Pforte. Panikbremsen, nicht ganz regelrecht, also auch mit dem Vorderrad. Ein Purzelbaum später, auf dem Rücken liegend, habe ich festgestellt, der Schlagbaum war 5 mm dick und hat sich von alleine geöffnet. Ich wurde 10 Kilometer danach von dem zu unserer Gruppe zufälligerweise gehörenden, bisher mehrere Tage untätigen Notarzt bestens versorgt. Wie ist es denn mit dem Praktischen, wie zum Beispiel der Kleidung? Die Luft ist frisch und manchmal sogar kühl. Im Septimerpass in Hannibals Fußstapfen tretend waren es gerade mal 3 Grad, wenige Kilometer danach im Tal schon über 20. Also aufpassen bei der Kleiderwahl. Die Dokumentation vom Radtour macht mit der entsprechenden Technik viel Spaß, weil man sich später besser an die Tour erinnert und natürlich vor Freunden und Fremden mit dem Erreichten besser protzen kann. Persönlich empfehle ich eine GoPro Hero Sportkamera und ein GPS-Tracker-Gerät, mit dem man nicht unbedingt sehen muss, wo man sich gerade jetzt befindet, aber zumindest aufzeichnen kann, wo man gewesen ist, damit man die Route später bewundern kann. Schwer ist das nicht und geteilter Spaß ist bekanntlich doppelter Spaß. Das nächste Mal werde ich wohl mit Sports Tracker im Telefon die Strecke täglich im Web aufzeichnen lassen. Was bleibt denn sonst noch zu sagen? Vorbereiten!
Auf tägliche Anstiege von durchschnittlich 1200 Höhenmeter bereitet man sich am besten vor, indem man einige ganz ähnliche Trainingstage durchzieht. Ich habe stattdessen mein übliches Lauftraining von gut 100 Kilometer pro Monat gemacht, nach dem Motto 80% der Radmuskeln sind eh gleich mit den Laufmuskeln. Die mathematisch Begabten werden aber ausrechnen können, dass 20% der Muskeln unterschiedlich sind. Und jene Muskeln haben sich am vierten und fünften Tag, besonders im rechten Knie, zu Wort gemeldet. Das nächste Mal werde ich auch das Radeln üben. Denn dass es ein nächstes Mal gibt, davon bin ich überzeugt.